vorbei. Ernsthaft? Fick dich! Fick dich da! Du kannst aus dem Minecart gerne aussteigen. Die Strecke, die gerade, wo du gerade lang fährst, die geht zu easy. Ja, dann darfst du gerne die ganze wieder zurückrollen, ja, weil Stefan. Immer zu easy. Und dann komm ich wieder zurück. Stefan hat das hier nicht gecallt. Ich dachte, die Weiche wäre schon da. Die ist auch da, sie ist nur falsch gestellt. Jetzt ist sie richtig gestellt. So, jetzt fahr ich weiter. Es hat sich echt gelohnt, die 2 Meter noch zu fahren. Es gibt aber keinen Weg zu easy nach oben. Und ach doch. Ja doch, so ein bisschen unzugänglich ist der, aber es gibt einen. Er sieht scheiße aus. Man findet gar nicht den richtigen Weg. So ist das hier nicht ein schöner Bahnhof, den ich gebaut habe? Ja. Hast du nicht zufälligerweise nochmal Lust, so ein richtig schönes Loch zu bauen? Hier wäre eins. Was ich würde das auch gerne tun. Spielt ich könnte es auch tun, nur mein Bogen ist verzaubert. Ich weiß. Herr Easy, hat er nicht mal was? Doch, der hat was. Ganz oben. Mit einem relativ großen Palast quasi. Der richtige Easy, ne? Ja. Meinst du den YouTuber? Okay. Nein. Ja, wegen den Namen, deswegen. Doch, das ist doch der Real Easy. Würde er sich Real nennen, wenn er nicht Real wäre? Stimmt, da ist ja The Real Easy. Stimmt, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Kommst du die Strecke wieder zurückgefahren oder? Meinst du jetzt mich? Ja. Ja, ich komm dann gleich. Guck nochmal. Wie es denn so bei Ihnen aussieht. Weil ansonsten hätte ich dir gerne noch 2 Streckenabschnitte gezeigt, die es ja noch gibt. Ja, ich bin gleich da. Sieht sehr merkwürdig aus, was er hier hat. Jetzt weiß ich, wo der ganze Bruchstein hingekommen ist. Wo bist du denn? Hm? Bist du auf dem Rückweg? Noch nicht. Ja, ah, und ich warte ja gerade den Rückweg, also den Ausgang. Mehr. Den Ausgang von der U-Bahn zu Easy? Nee, ja, nein, ich vom Haus Easy. Den Eingang zum U-Bahn-Gebilde. Ja, das ist irgendwo nur so ein kleines. So komischen Tunnelsystem dran. Ja, das ist irgendwo nur so ein kleines Löchlein. Spielt Easy denn überhaupt hier viel? Er hat mal gespielt, aber vor ein paar Wochen gab es mal die Diskussion mit Mods zu spielen und so weiter und ja, das wollen wir auch. Aber die wollten die ganze Map aufgeben dafür und eine neue Karte anfangen. Nee, das hat. Und bei diesem Bahnhof, wo ich 4 Tage drin investiert habe, 4 echte Tage, wollte ich es ungern aufgeben. Ja, ist auch verständlich, ne? Ja. Und wir haben da ja so einen, der sich doch relativ unsicher ist. Und dann einfach neue Sachen zu bauen. Anstatt jetzt einfach alles aufzugeben. Ich hätte es eigentlich auch gedacht, so Mods hinzufügen, noch dazu haben. Und wenn man was Neues anfangen möchte, kann man ja auch weiter weggehen auf der Map. Ja, eben. Aber komplett neu. Weil ich würde jetzt das hier alles auch nicht aufgeben. Ich dachte mal so, okay. Und Stefan, was sagst du dazu? Ja, ich weiß irgendwie noch nicht ganz. Nehmen wir jetzt einen Modpack oder einzelne? Das ist halt noch so eine große Frage. Wahrscheinlich eher einzelne. Also würde ich mich hier dazu überreden wollen. Es kann doch nicht so schwer sein, den scheiß U-Bahn-Eingang bei Easy zu finden. Ich bin auf dem Weg. Ach, du bist schon auf dem Weg, okay. Ja.
Ich hoffe, du läufst, da bist du schneller unterwegs. Oder fährst du? Ich fahre schon. Auf nicht geboosteten Ski, da bist du saulahm unterwegs. Jetzt den, welche hier meine ich jetzt gerade, den grün wieder zurückfahren oder den gelben? Den gelben. Hier gibt's keine geboosteten Ski, ne, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, deswegen. Deswegen ist Laufen eigentlich noch schneller. Aber ich fahr echt, ich lauf echt scheiße, langsam. Ah, da bist du. Ekelhafte Erkältung, ey. Hab dich gleich eingeholt. Ja, wenn du springst. Bist du schneller. Beim Springen ist man auch schneller, ja, aber das Problem ist halt, ich hab nicht mehr so viel Essen dabei. Ich hab noch Essen mit. Oh, kannst du mir das geben? Jetzt gammelt der hier beim neuen Essen, ich glaub's nicht. Ich hab gefragt, ob mir irgendwas geben kann. Ich bleib extra stehen und er rennt an mir vorbei. Ja, hinter mir ist doch Essen. Was? Hast du es nicht gesehen? Ich hab die ganze Zeit Essen geworfen. Als ob du es jetzt echt nicht mitgekriegt hast. Hier ist doch Essen. Ne, das wird, übrigens, wenn du jetzt mehrere Sachen auf einmal wirst, das wird nur noch als ein Item quasi gedroppt, ne? Ja, das ist ja kacke. Das werden nicht mehr dann verteilt hier überall. Hier ist übrigens Minecart. Brauche ich nicht. Was war das jetzt gerade? Alle Minecarts, die du hier hast, kannst du gerne hier die Gleise jetzt einfach nur gegen Kaktus fahren lassen. Es wird dann automatisch eingesammelt und spawnt dann auf der anderen Seite später. Ach so. So, ich zeig dir mal noch kurz zwei andere Tunnelabschnitte. Und zwar einmal den Richtung Eames. Okay. Und jetzt mit welchem Minecart fahren? Auch wieder dasselbe. Und jetzt wieder Knopf drücken, ne? Ja. Ist die ganze Arbeit, die hier drin steckt. Das ist ja echt ein riesengroßes Gebilde. Es läuft ja sogar unter Wasser. Jo. Willst du mal die Verkabelung ansehen? Die unterm Baden. Ich brauch's gar nicht ansehen, ich kann's mir schon vorstellen. Das ist wahrscheinlich so ein groß wie so ein Haus. Bei Eames, bevor du aufsteigst, irgendwelche Knöpfe durch, so erst das Schild lesen. Bin jetzt auch da. Ach, welchen Knopf denn hier? Weg da! Nein! Okay. Okay. Hast du, ne? Er ist drin. Aufsteigen? Okay. Ja, hier ist bei ihm, also hast du hier gesehen, fällt das hier alles unterirdisch. Warte, wo war nochmal der Ausgang bei ihm? Ist das hier ein Schirm? Hier, glaube ich. Nee, das ist sein Lager. Ja, voll geil. Hier oben geht's übrigens hoch, ne? Oh, bei mir leckt's gerade richtig. Ja, der hat relativ viel Redstone auch hier. Hier an der Seite geht's nach oben. Ich finde das Haus sieht doch voll geil aus. Das ist auch geil. Vor allem hier vom Wasser aus. Er wohnt halt nur am Arsch der Welt, ne? Nö, es ist relativ nah. Siehst du den Leuchtturm da hinten? Hm? Den hat der Schweizer gebaut, keine Ahnung, wie der gerade heißt. Das da vorne sind die Inseln von Michi. Das gelbe Haus müsstest du eigentlich auch sehen aus der Stadt. Nö, ich sehe kein gelbes Haus, also gerade. Ja, okay. Aber du siehst das große, den Palast quasi, ja, von Michi, ne? Siehst du auch das kleine Gebäude dahinter? Mhm. Also links dahinter? Den Umriss ein bisschen. Da sind Verzauberungstische. Achso.
Die sogar das ist quasi öffentlich. Wir sind 491 Meter entfernt. Von deinem Todesbruch, genau. Meinst du? Okay. Echt riesig. So, dann kannst du theoretisch wieder runterkommen. Ich guck noch einen Augenblick. Ich hab ja gelesen, einfach den anderen Knopf dann drücken für Abfahrt. Ja, allerdings steht hier gerade kein Wagen, das irritiert mich ein bisschen. Irgendwie fehlt das Dach. Also entweder stimmt hier was nicht in der Schaltung, oder es dauert einfach mega lange, bis die Minecarts da angekommen sind. Wo am Bahnhof? Kommt da keine Minecarts oder wo? Ne, bei Ach so. Spielt der noch aktiv? Normalerweise steht ja immer eins. Ab und zu. Also seit diesem Server wächst er wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber trotzdem werden die Häuser so weiter existieren. Wer ist jetzt eigentlich alles weggegangen? Die werden mitgenommen oder wie? Ne, also es bleibt alles so, wie es hier ist. Nur, dass die hier wahrscheinlich nicht mehr hier hinkommen. Der Eames ist weg, der Schweizer ist weg. Das heißt, die benutzen Easy, glaube ich, auch. Ja. Aber trotzdem bleibt das alles so. Irgendwie ziemlich schade. Falls, oder? Falls sie, wenn ihr doch irgendwann wieder Bock auf eine Alpha quasi haben, wie es jetzt im Moment ist, dann kommen die wieder rauf. Hier kommt einfach kein. Jetzt ist ein Wagen da. Okay. Super. Du kannst jetzt fahren. Scheiße. Du bist nicht ausgestiegen, oder? Ja, doch. Aber ich bin jetzt schneller als das Minecart. Ja klar, weil es ist ja immer, wenn das Ding steht. So, dann fahren wir jetzt gleich noch zu Christian hoch. Das ist dann dieser Glastunnel, den du gesehen hast. Also wenn du magst, ansonsten. Ja klar. Kannst du so wieder weitermachen. Ein bisschen gucken kann man schon noch mal. Hier in der Mitte übrigens, hier quasi jetzt links von dir, da hat der Michi seine Station. Hm. Und auf der Karte müsstest du eigentlich auch so ein bisschen das U-Bahn-Netz sehen können im Moment. Also ich kann jetzt gerade nur eigentlich das Höhlensystem sehen. Ja, okay. Also ich sehe nur das, was ich bisher, also wo ich bisher war. Ey, wie habt ihr nicht den Ton gemacht? Hier vorne. Hier ist so eine Detektor-Rail im Boden. Ach da. Und die gibt ein Redstone-Signal an die Notenblöcke. Die sind versteckt. Und zwar quasi hier oben. Also das heißt versteckt. Sind nur ein bisschen weggebaut. An den blauen Wänden, das ist in der Mitte. Bei mir hängt es gerade. Da hast du links auf der Seite zwei Notenblöcke und hier rechts. Hm. So, jetzt fahren wir zu Christian. Christian ist schwarz. So, okay. Bis gleich. Kann es sein, dass es regnet? Ja. Ja, die Station baut der Christian gerade. Was ist denn Christian? Und hier. Ne, es zeigt mir gerade nur ein bisschen was. Du hast auch noch nicht die Druckplatten bei Chris jetzt gesehen, ne? Hab ich noch nicht, nein, ich komme gleich, aber ich bin ja gerade noch dabei, die Weiche zu bauen. Sieht aus wie so eine Arena. Die Station bei dem, ne? Ja, so ein bisschen. Und das leckt. Ja, der hatte viele Tiere, sau viele Tiere.
Also wenn der PC nicht so viel damit klarkommt, dann geh nicht in diese Richtung, weil das sind alle Tiere. Ich komme damit klar. Jetzt gehst du in die Richtung. Ich hab hier 60 FPS, also... Ja, und ganz weit dahin, also ein bisschen weiter hinter dem Feld, da sind richtig viele Tiere. Wo jetzt? Da hat er seine Inzucht, da hat er seine Inzuchtfarm gebaut, hier rum. Links runter. Ach, das ist nicht... hier unten sind die ganzen Schafe, oben sind die Kühe, hier zwischen sind die Pferde. Hier ist ein freilaufendes Pferd. Pferd sei schon. Schaf. Alles, was freilaufend ist, darf geschlachtet werden. Manchmal so ein bisschen verbuggt, dass sie, wenn man die vermehrt, spawnen ja manchmal daneben. Ja, das ist bei meinen Hühnerfarmen auch immer so gewesen. Ich hatte mal 1000 Hühner auf einen Punkt gesetzt und dann mit Level 2 direkt Chance tränken, habe ich damit hier die halt explodieren lassen, sagen wir es mal so. Und dann, als ich dann da reingegangen bin, da die 5 Minuten die Leiste voll. Es ging echt also nicht mehr. Also Richtung hier, in die Richtung geht es später weiter, bin ich gerade dabei zu bauen. Die U-Bahn Richtung Villagerdorf. Es gibt ein Villagerdorf hier? Ja. Gibt zum Beispiel auch einen Kartografen. Ja, geht dann... Ich glaube, hier fehlt Wolle. Entschuldigung. Ja klar, muss ich erst noch holen, die rote Wolle. Ja, irgendwo da ganz weit hinten ist dann das Villagerdorf. Da muss ich erstmal hinbauen. Das ist die längste Strecke, die wir dann später haben. Warum bauen wir nein, das ist pink. Warum bauen wir nicht ein eigenes Villagerdorf hin? Also hier in der Nähe. Wie würdest du die Villager dahin bringen? Kannst du auch hier. Kannst auch in Kreativ einfach gehen und die den Pflanzen da. Wir machen keinen Kreativ-Modus. Dann schiebst du die dahin. Ja, probier mich aus dem Dorf hier hinzuschieben. Hä? Geht durch einen Riesenwald. Schneller als das zu bauen? Ne, die Riesenstrecke ist so weit. Da fahre ich lieber, anstatt hier hinzuschieben, weil das ist echt scheiße. Wie sieht's aus, Stefan? Wolltest du noch gerade hier hinkommen? Ja, bin jetzt hier fertig. Okay, ich warte mal oben bei Chris. Ja. Also man kann jetzt auch ich hätte ja auch mit Minecraft fahren können, nicht gerade. Auf dem rechten Gleis fährst du zurück. Also man kann jetzt beim Bahnhof zwischen mir und Easy wählen. Das funktioniert. Dann könntest du ja eigentlich theoretisch bei dir und Christian die also die Knöpfe setzen, um durchzufahren am Bahnhof. Meinst du jetzt? Bis jetzt, wenn du von dir aus zu Christian fährst, dann müsstest du ja beim Bahnhof umsteigen im Moment. Ja. Dafür sind ja noch die beiden Gleise links und rechts, ja, da, genau. Dass du da noch später drumherum fahren kannst. Musst du nur die Verdrahtung für noch nehmen. Ja, das muss ich noch alles verkabeln, richtig. Ja, dann kannst du mich direkt durchfahren. Muss ich erst wieder mein Haus finden. Muss man das aber auch dann in die baldigen Stationen einstellen, dass man durchfahren will. Ja klar. Das müsstest du bei dir machen, bei... Okay, bei Easy jetzt im Moment nicht, der ist ja nicht mehr hier. Ja. Bei Christian und bei Michi. An den drei Stationen wäre das bis jetzt der Fall. Hallo. Hallo. Okay, Chris ist schon sehr weit gekommen. Er hat die Schienen um 10 Blöcke verlängert. Ah, okay, und so ein bisschen hier. Okay. Okay, wo sind die Druckplatten? Und extra mit den Pfeilen und fett und groß geschrieben. Damit jeder mal, also damit der. In der Hoffnung. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.